Themengebiet heißt oder wird beschrieben mit Wissen, dass Cosinus x ist gleich Sinus x plus pi halbe gilt. Im Endeffekt ist das auch schon alles, was ihr wissen müsst. Ihr müsst wissen, dass die Verschiebung der Sinusfunktion um pi halbe uns auf die Cosinusfunktion führt. Schauen wir uns das aber noch ein bisschen genauer an. Wir können also die Sinusfunktion so verschieben entlang der x-Achse, man nennt das Phasenverschiebung, dass wir die Cosinusfunktion erhalten. Das passiert genau dann, wenn wir die Funktion um pi halbe verschieben. Wir verschieben diese Funktion nach links. Deshalb steht da ein Plus. Das ist bei den Sinusfunktionen andersrum. Das heißt, wenn wir nach links verschieben wollen in die negative Richtung, müssen wir plus pi halbe hier rechnen. Schauen wir, dass wir das noch grafisch dargestellt auch verstehen. Wenn wir hier die Sinusfunktion haben und die grüne die Cosinusfunktion ist, verschiebe ich diesen Graphen um genau pi halbe, man sieht das hier auf der x-Achse, dass das genau der halbe Abstand pi halbe ist, nach links, um die Cosinusfunktion zu erhalten. Diese Phasenverschiebung ist eben dieses plus c in der Klammer. Das verschiebt den ganzen Graphen nach links oder rechts und in dem Fall eben um pi halbe. Das wäre ein Matura-Beispiel dazu. Wir haben jetzt hier die Graphen der Funktionen f und g dargestellt. Wir sehen hier, das eine ist eine Sinusfunktion, das andere ist eine Cosinusfunktion. Und wir sollen jetzt angeben, wie man den Parameter k wählen soll, sodass b minus a k mal pi ist. Das ist ein bisschen komisch oder ungewöhnlich formuliert. Im Endeffekt heißt das aber nichts weiter als wie viel pi sind diese beiden Stellen voneinander entfernt. Wie viel Pi-Abstand liegt zwischen Sinus- und Cosinusfunktion? Und das ist eben genau dieses Pi halbe. Zwischen diesen beiden Funktionsgraphen, also zum Beispiel zwischen diesen beiden Stellen hier, liegt genau Pi halbe. K muss also 0,5 sein, damit dieser Abstand Pi halbe hier ist. Hier ist noch ein etwas komplizierteres Beispiel. Wir haben jetzt die beiden Funktionen, f von x ist minus Sinus x, beziehungsweise g von x ist Cosinus von x. Und wir sollen jetzt angeben, um wie viel der Graph von f verschoben werden muss, also was hier der Wert von b sein muss, damit dieser Graph mit dem Graph von Cosinus x deckungsgleich ist. Das ist am besten mit GeoGebra möglich, indem wir diese beiden Funktionen einzeichnen und schauen, um wie viel wir sie verschieben müssen. Das ist die Cosinus-Funktion, das ist die Minus-X-Funktion. Die schaut jetzt genau gespiegelt aus zu der Funktion, die wir vorher oft hatten, also die normale Sinus-X-Funktion. Wenn wir uns hier jetzt anschauen, bei einem Extremwert sieht man das immer am besten, wie weit ich diesen Extremwert verschieben muss, dass ich zu diesem komme, wie weit ich den roten Graphen also verschieben muss, damit es genau auf dem grünen Graphen drauf liegt, dann sehe ich, dass das genau 3 Pi halbe sind. Man kann es hier schlecht ablesen, aber in GeoGebra sieht man das dann gut. Hier haben wir Pi halbe, Pi und 3 Pi halbe. Das heißt, der B-Wert muss 3 Pi halbe sein, damit der rote Graph auf dem grünen drauf liegt.